Hi, ich bin Diana. Ich bin vielleicht deine zukünftige Kollegin hier am Standort Mitte. Ich habe hier vor über 10 Jahren auf der Intensivstation angefangen, direkt nach der Ausbildung und hatte da ein großes, junges, neues Team. Und habe nach 2 Jahren habe ich meine Fachschwester für Anästhesie und Intensivmedizin angefangen, auch hier im Unternehmen. Während der Weiterbildung bin ich auch stellvertretende Abteilungsleitung geworden auf der ITS und habe das insgesamt 5 Jahre begleitet. Im Laufe des Prozesses habe ich unterschiedliche Projekte begleitet und daraus entwickelte sich auch hier im Unternehmen das Onboarding für neue Mitarbeiter, nur für den Bereich Intensivmedizin. Das Ganze findet insgesamt an 3 Tagen statt, für alle 3 Standorte, wo wir dann die ersten 2 Tage zusammen verbringen. Und ich euch das Unternehmen darstelle, die Kurven mit euch bespreche, Geräteeinweisungen durchführe und auch den BLS, das ist das sogenannte Basic Life Support, also die Reanimation. Wir werden uns die Standorte angucken, wir werden uns die Station anschauen, in Köpenick sogar die Dialyse und das Hospiz. Und so kommst du quasi hier im Unternehmen angenehm an. Ja, das kleine Haus Mitte ist sehr familiär und wir kennen uns ja alle untereinander. Wir sind, oder die meisten Pflegekräfte sind ja alle per Du und wir arbeiten eng zusammen. Und der Standort macht es, glaube ich, auch aus, dass wir so klein sind und so familiär. Und hier am Standort Mitte führe ich auch das Onboarding durch und nur für die Peripherie. Das heißt, wir haben hier insgesamt 2 Tage zur Verfügung, wo ich euch an die Hand nehme und PKMS-Einweisungen mache zum Beispiel oder Geräteeinweisungen. Auch hier BLS, und also Basic Life Support. Und am zweiten Tag bekomme ich Unterstützung von 2 Kolleginnen, einmal aus dem Palli-Team, eine Schwester, die euch über Onkologie und Palliativpflege etwas erklärt und unsere Wundexpertin, die euch im Bereich Dekubitus, Wundmanagement und Stoma etwas erklärt. Intensivstation ist schon ein spezielles Feld, aber es macht total viel Spaß, weil es einfach interdisziplinär ist. Wir haben unterschiedliche Fachbereiche und es ist natürlich eine große Herausforderung für einen, der auch frisch von der Ausbildung kommt. Aber ich kann das nur jedem empfehlen, der darauf Lust hat, einen weiten Blick zu haben, mit 4 Geräten zu arbeiten, intensivpflichtige Patienten zu betreuen, dann ist er genau richtig auf einer Intensivstation. Natürlich ist es oft so, dass wir Patienten am Lebensende begleiten, aber wir haben natürlich Erfolgsgeschichten. Gerade die Patienten, die Multiorganversagen hatten, die wir dann über Wochen, Monate begleiten, die dann laufend von der Station gehen und wir sehen, okay, wir haben hier eine ganz große Pflegeteamarbeit gemacht, ist es ein Highlight und da wachsen wir als Team auch immer wieder zusammen, wenn wir das gleiche Ziel verfolgen. Nach einem halben Jahr bin ich in die DRK-Schwesternschaft eingetreten und das hat große Vorteile gebracht, weil wir sehr stark unterstützt werden als Mitglieder. Wir bekommen natürlich Weiterbildungsmaßnahmen finanziert. Wir werden auch in Positionen vorgeschlagen, wie zum Beispiel Abteilungsleitung oder irgendwelche Projekte zu führen. Das Ganze hat sich auch in den ganzen Jahren auch durchgezogen. Also es wurde immer wieder vorgesprochen, Mensch, hast du nicht Lust auf ein Projekt? Und man wird halt in der Schwesternschaft irgendwie gesehen als Mitglied und man trifft sich ja auch einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung und da tauscht man sich natürlich untereinander aus, auch mit der Oberin und kommt immer wieder in persönliche Gespräche und das macht das Ganze aus. Wir tragen natürlich auch Imagekleidung, das macht es noch ein bisschen nach außen hin ansehnlich. Optisch sind wir dann an dem Tag sehr einheitlich unterwegs. Ja, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Mut gemacht, auf einer Intensivstation anzufangen. Trau dich, bewirb dich und wir freuen uns, hier im Unternehmen dich begrüßen zu dürfen und wir werden uns natürlich an den ersten Tagen auch kennenlernen.